Hallo und herzlich willkommen, lieber Schütze, zu deinem Reading für Februar 2023. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Like gerne das Video und kommentiere, wenn es dir gefällt. Folg mir gerne, wenn dir mein Content gefällt und das, was ich tue. Wir werden uns heute anschauen, was im Februar für dich so passieren wird, was auf dich zukommen wird. Es ist ein kollektives Reading, das heißt, es kann mit dir resonieren, muss aber nicht. Das Video kann angeschaut werden, wenn du Mond, Venus oder Aszendent, natürlich auch Sonnenzeichen, das heißt Sternzeichen, in diesem Zeichen hast. Und natürlich auch willkommen sind die Crosswatcher, das heißt, wenn es jemanden gibt, der dir gefällt oder so, der im Zeichen des Schützen ist oder du dich informieren möchtest für jemanden, den du kennst, dann darfst du hier natürlich auch reinschauen. Ich freue mich und ich würde sagen, let's get it started. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Wir werden starten mit den Weisheitskarten und zwar für die Hauptbotschaft für dich, lieber Schütze. Was ist die Hauptbotschaft für Schütze und Schütze-Placements im Februar 2023? Zwei Karten, interessant. Bis jetzt hatte nur die Jungfrau auch zwei Karten. Wow. Okay, Schütze, ich habe jetzt hier intuitiv nicht das Gefühl, dass ich dir das aus dem Buch vorlesen muss. Wir haben Milch und Honig und wir haben Bereitschaft, weil das ist für mich so, so offensichtlich, dass ich nicht das Gefühl habe, ich müsste das vorlesen. Vor allem ist es extrem viel. Ich werde dir hier sagen, was ich intuitiv reindeute. Und zwar, es ist ganz einfach. Du bist bereit für Milch und Honig. Du bist bereit. Milch und Honig repräsentiert so ein bisschen das Schlaraffenland. Das Land, wo du alles haben kannst. Das Land, wo du alles kriegen kannst. Wo alles leicht erreichbar ist. Und du bist bereit, Schütze, du bist bereit, deine Hand auszustrecken und einfach zu empfangen. Du bist bereit, dass das Leben leicht für dich sein darf. Vielleicht bist du größere Prozesse durchgegangen in der vergangenen Zeit, hast ein paar schwierige Dinge durchlebt und jetzt ist hier wirklich der Zeitpunkt, wo es heißt, du bist bereit. Du bist bereit, wie gesagt, für Milch und Honig, du bist bereit, alles zu kriegen, was du dir wünschst. Es kommt dir vielleicht so ein bisschen vor im Februar wie ein Traum, weil du denkst, oh Gott, mir wird einfach alles geschenkt, es wird mir einfach alles hingestellt. Aber sei immer demütig, ja, wertschätze das, was du kriegst, aber erinnere dich daran, in welchem Tal du davor warst. Weil das Maß vom Tal, wo du warst, ist immer das Maß für das Hoch, was du erleben wirst. Also der Ausschlag des Pendels nach links ist der Ausschlag des Pendels nach rechts, sage ich immer. Das heißt, wenn du in einem sehr tiefen Tal warst, dann muss es wieder auf der anderen Seite hochgehen. Und manchmal kann man das gar nicht wirklich fassen, weil man sich so denkt, hä, woher kommt das jetzt alles? Wie habe ich das alles verdient? Aber erinnere dich daran, dass du auch im Tal warst und dass du das mehr als verdient hast, dass hier auf dich zukommt, lieber Schütze. Also, wie gesagt, ich glaube im Februar, du musst dich nicht groß anstrengen, dass die Dinge zu dir kommen. Es wird alles dir sehr, sehr leicht fallen. Wenn ich jetzt hier die Nummern addiere, ich habe hier einmal die 51 und die 48, also einmal die Nummer 6 ist relevant für dich und einmal die 3, also die Dreierfolge 3, 6, 9. Das könnte für dich von Bedeutung sein. Und ja, wir schauen jetzt mal, was kommt denn da konkret auf die Schützen und Schütze-Placements zu? Was kommt da konkret auf die Schützen und Schütze-Placements im Februar 2023 zu? Was kommt da auf die Schützen und Schütze-Placements zu? Zwei der Schwerter, okay. Ja, Schütze, das ist für mich genau diese Haltung so, Schlaraffenland, was? Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Wer will mir hier was bieten? Ich sehe es nicht. Du kannst es im ersten Moment irgendwie wie gar nicht annehmen. Oder, okay, um dich herum ist bereits das Schlaraffenland. Um dich herum ist bereits das Schlaraffenland. Du bist nur noch mit deinem Kopf, mit deinen Gedanken noch zu sehr in Geschichten aus der Vergangenheit, dass du das Schlaraffenland um dich herum gar nicht siehst. Also du darfst dich hier lösen, du darfst dir deine Schwerter senken und deine Augenbinde abnehmen. Und wenn du diese abnimmst, dann wirst du ganz genau sehen, dass um dich herum bereits das Schlaraffenland ist. Okay? Denkst jetzt vielleicht, nee, stimmt dich. Warte ab. Sag mir noch mal Ende Februar, ob das nicht stimmt. Sechs der Schwerter. Schütze, du schlägst einen neuen Weg ein. Du verabschiedest dich vom Drama. Du verabschiedest dich vom Drama. Ich kann mir vorstellen, lieber Schütze, dein Leben
bei einigen von euch könnte es sehr von Drama geprägt gewesen sein. Das heißt, es ist für dich normal, es passiert was Schönes, dann passiert wieder ein Drama. Es passiert was Schönes, dann passiert wieder ein Drama. Das ist dein Glaubenssatz, dein Glaubensleben, weil dein ganzes Leben schon so war. Und du verabschiedest dich im Februar von diesem Drama. Du sagst, hey, ich brauche das nicht mehr. Und ich kann mich dafür entscheiden, dass ich das nicht mehr in meinem Leben habe. Ja? Und du entscheidest dich dafür, dich eben von diesem Glaubensleben zu verabschieden und zu sagen, nein, ich gehe an neue Ufer, ich lasse das hinter mir. Ich lasse dieses alte Glaubensleben sozusagen hinter mir. Ich entscheide mich für das Schlaraffenland, weil ich habe das Schlaraffenland verdient. Es geht hier auch sehr stark um Selbstliebe, um Selbstrespekt, lieber Schütze, dass du es dir auch wirklich wert bist, zu sagen, nein, das Drama ist nicht mehr für mich. Ich brauche das Drama nicht. Okay, und dann haben wir hier die drei der Stäbe. Ja, und das ist für mich so die Suche oder du erwartest hier eine neue Geschichte. Du bist bereit für eine neue Geschichte. Du bist bereit, ein neues Schiff, auf ein neues Schiff zu steigen, ja? Also wir haben hier einmal dieses Bild, wo du mit dem Boot bereits zum anderen Ufer segelst und hier dieses Bild repräsentiert die Geschichte, dass dieser Mann auf ein Schiff wartet. Der geht nirgendwo hin, der wartet, bis das auf ihn zukommt und er weiß genau, das Schiff wird kommen. Und das ist hier so deine Energie, also du wirst die nötigen Schritte tun. Es ist sehr cool hier mit dem Boot und dem Schiff, weil du wirst die nötigen Schritte tun. Das heißt, mit dem Boot, ein Boot ist ja klein, du wirst die ersten kleinen Schritte tun im Februar, um in Richtung diesem Schlaraffenland zu gehen, weil du musst schon ein paar Schritte tun. Aber das Größte wird auf dich zukommen. Also das Riesenschiff wird von sich aus auf dich zukommen, diese neue Geschichte. Und du wirst nur reinsteigen können. Und das ist das mit dem Schlaraffenland gemeint, ist, wenn du. Man sagt, geh einen Schritt auf die Götter zu und sie werden jetzt, oder wie man es irgendwie auch nennt, auf Gott zu und er wird dir 10 Schritte entgegenkommen. Und das ist das, was du im Februar realisierst. Du wirst ein paar kleine Schritte machen, in Richtung diesem neuen Leben gehen und dieses neue Leben wird voll auf dich zukommen. Also du musst dir das nicht hart erarbeiten, du musst nur ein paar kleine, nötige Schritte dafür tun und es wird dir entgegenkommen. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, was muss ich für Schritte tun? Geh aus deiner Komfortzone. Alle Dinge, die du tust, die außerhalb deiner Komfortzone liegen, die nicht gewohnt sind für dich, das sind alles Dinge, die du dem Universum signalisierst, ich bin bereit, ich bin bereit, ich tue Dinge, das fühlt sich für mich nicht komfortabel an, ich tue es trotzdem. Es fühlt sich für mich nicht komfortabel an, ich tue es trotzdem. Mach solche Dinge. Zum Beispiel für mich wäre das fremde Menschen ansprechen. Ich habe damit ziemlich großes Problem, könnte man nicht denken, wenn ich hier so in der Kamera rede oder auch auf Instagram. Aber ich habe tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema damit, fremde Menschen anzusprechen. Und das ist zum Beispiel etwas, ich kann es mittlerweile, aber das ist jedes Mal mit so einem großen Schritt aus meiner Komfortzone verbunden. Ja, also such dir Dinge, die sich nicht in deiner Komfortzone befinden und tu sie immer wieder. Und dann wird das Universum einen riesen Schritt auf dich zumachen und dir dein neues Leben bringen. Ja, Schütze, der Wagen an der genau selben Position wie Skorpionin hatte. Es wird für dich vorangehen. Du wirst hier eben in diesen neuen Schwung kommen. Sobald du auf diesem neuen Schiff bist, wird sich dein Leben neu anfühlen. Also ich merke, wir haben im Februar bei allen Zeichen, wenn ihr Lust habt, guckt mal alle Readings an, weil es sind alle sehr ähnlich mit anderen Botschaften. Es sind alle in diesem Umbruch. Es sind alle dabei, einen neuen Zyklus zu starten. Ich weiß nicht, warum das jetzt im Februar ist und nicht im Januar, aber jetzt im Februar ist wirklich so, okay, alle starten auf irgendeine Art und Weise ein neues Leben. Wir haben hier Ass der Münzen auf der Rückseite, ist auch neu, Ass ist alles neu. Und du wirst hier, ja, okay, doch, ich weiß warum, weil wir erst per Ende Januar hatten wir alle Planeten wieder direktläufig, was so viel heißt, wir werden nicht mehr zurückgehalten. Also wir können jetzt diesen Umbruch gehen, wir können jetzt diesen Umbruch starten und wie gesagt, der Wagen, der geht voran, der vereint seine Kräfte und ist nicht mehr aufzuhalten, weil du eben bereit bist. Du bist bereit für dieses neue, erfüllte Leben. Geh diese paar kleinen Schritte aus deiner Komfortzone, mach es immer wieder, auch wenn es sich un. Madonna mia, Ass der Münzen, jetzt fällt es auch noch raus. Mach diese nötigen Schritte, auch wenn es vielleicht immer wieder unangenehm ist und du wirst hier wirklich. Also, das Ass der Münzen ist eine unglaubliche Chance,
was auch finanziell dir extrem viel bringen kann, was auch dir finanziell extrem viel einbringen kann. Münzen sind immer auch Ressourcen, Finanzen, materielle Dinge. Und das ist wirklich das hier, was auf dich wartet, wenn du hier ehrlich deinen Weg gehst. Wenn du ehrlich deinen Weg gehst, wenn du diese Schritte tust, aus deiner Komfortzone rausgehst, du wirst belohnt werden. Du wirst belohnt werden, lieber Schütze. Steht hier wirklich außer Frage. Letzte Karte für den Schützen noch im Februar 2023, 7 der Stäbe. Ja. Schütze, ich habe das Gefühl, dass du das Gefühl hast, dass du immer noch kämpfen musst. Lege bitte diesen Kämpfer, diesen inneren Kämpfer ein bisschen ab. Weil du hast das Gefühl, ich muss immer hier für alles kämpfen. Wie gesagt, vielleicht musstest du in der Vergangenheit auch für viele Dinge kämpfen, aber du musst im Februar nicht mehr kämpfen. Mach diese kleinen Schritte aus deiner Komfortzone. Auch wenn du das mit deinem eigentlichen Ziel, mit diesem neuen Shift, das du anstrebst, nicht verbinden kannst. Es geht um die Energie, es geht darum, dass du dich committest zu deinem eigenen Wachstum, zu deinem eigenen Weiterkommen. Und wenn du dich dazu committest, das ist schon genug, dass dir das Universum entgegenkommen kann, ja? Also, hab keine Angst, hab keine Angst. Seh das hier bitte nicht als Kampf, weil eben du tendierst dazu, das immer wieder so ein bisschen als Kampf zu sehen. Sobald du von diesem Kämpferinstinkt loslässt, von diesem, boah, das ist alles so schwer, und das mal versuchst ein bisschen leichter zu sehen, wird es auch leichter werden. Und wie gesagt, dieses Potenzial ist da für dieses Schlaraffenland, für dieses, ich strecke meine Hand aus, da ist eine Frucht, ich strecke meine Hand aus, da ist ein Marshmallow. Das ist wirklich, aber du musst diese Leichtigkeit verkörpern, damit diese Leichtigkeit sich auch im Außen für dich zeigen kann. Wenn du innerlich angespannt bist, das Gefühl hast, boah, ich muss alles erzwingen, dann wird sich das auch so in deinem Außen zeigen. Wenn du aber dir selbst sagst, hey, es ist alles einfach, es ist easy, ich krieg das hin, es ist leicht, dann wird es sich dir auch leicht im Außen zeigen. Du denkst jetzt wieder, boah, die labert, das ist ja doch so einfach. Klar, es ist immer einfacher gesagt als getan, aber trotzdem, versuch's doch einfach mal. Versuch's doch einfach mal und let me know. Okay, dann möchte ich noch wissen für den Schützen. Ich habe das Gefühl, du wirst sehr mit dir selber beschäftigt sein, aber trotzdem wollen wir noch eine Engel der Liebe-Karte. Was kommt denn in der Liebe oder was sagen die Engel der Liebe noch zum Schützen im Februar 2023? Verspieltheit, ja, passt super gut. Um romantische Gefühle, sorry. Um romantische Gefühle zurückzuerobern, erlaube deinem jugendlichen Spirit vor Vergnügen zu strahlen. Genau darum geht's. Verspieltheit. Nimm das Leben auf die leichte Schulter. Ja? Das ist was, was dir vielleicht früher Lehrer oder so verboten haben oder gesagt haben, ja, nimm das Leben nicht so auf die leichte Schulter. Ich sag dir, nimm das Leben auf die leichte Schulter. Wenn dir jemand lehren kann, wie man das Leben auf die leichte Schulter nimmt, dann bin ich das. Okay? Ich habe auch Momente, wo sich das Leben schwer anfühlt. Aber so viele Dinge triggert wahrscheinlich viele Menschen, weil ich das so leicht nehme und es auch schwierig immer schon war für meine Eltern, für Lehrer, mich zu bestrafen, weil ich das nie, ich habe das schon ernst genommen, aber ich habe mir danach gedacht, ja und jetzt, jetzt ist es vorbei. Also es hat wie nichts genützt, weil ich mir gedacht habe, ja okay, dann ist es jetzt so, kann sich ändern, wie geht's weiter? Ja, also nimm so ein bisschen von dieser Leichtigkeit für dich mit, von dieser Verspieltheit und dann wird das Leben auch wieder sich leichter für dich anfühlen. Genau. Dann noch als allerletztes, falls jemand auf dich zukommt, lieber Schütze, im Februar, eine bedeutende Person, was hat diese Person für Eigenschaften? Saturn. Okay, das wird dann gerade so ein bisschen das Gegenstück sein zu Leichtigkeit. Aber vielleicht ist das genau die Herausforderung. Saturn ist für mich, also ist Steinbock-Energie, ist eigentlich genau das Gegenteil von Leichtigkeit. Das ist jemand, der das Leben sehr ernst nimmt, der findet, dass Regeln wichtig sind und so weiter und so fort. Wenn du natürlich so einen Menschen in dein Leben ziehst, dann ist das wahrscheinlich deswegen, weil du das Leben auch immer noch zu ernst nimmst. Und deswegen ist diese Leichtigkeit so wichtig. Wir haben, wow, aber noch Jupiter, das ist dein Planet, Schütze, Ideale und Weite. Also dieser Mensch verkörpert irgendwo auch deinen Spirit, ist aber auf der anderen Seite sehr streng und achte dich dementsprechend auf diesen Menschen. Wie verhält sich dieser Mensch gegenüber mir? Wie streng ist dieser Mensch mit mir und mit sich selbst?
Und das ist das Maß, wie streng du mit dir selbst bist. Ja, das ist das Maß an Leichtigkeit, was du lebst. Also achte dich auf diesen Menschen, wie sehr lebt dieser Mensch Leichtigkeit. Und wenn du merkst, boah, der nimmt alles voll ernst und es ist alles so streng bei diesen Menschen, frag dich, okay, wo bin ich streng mit mir? Wo bin ich nicht in der Leichtigkeit? Weil es geht wirklich darum, mehr in diese Leichtigkeit zu kommen, lieber Schütze. Und vielleicht eben ist extra so eine Person in deinem Leben, die vielleicht das Leben ein bisschen ernst nimmt, damit du es noch mehr lernst und vielleicht auch dieser Person in die Leichtigkeit verhilfst. Ich meine, du bist ein Feuerzeichen. Feuerzeichen haben an sich eine gewisse Leichtigkeit eigentlich an sich. Also könntest du vielleicht sogar diesen Menschen, wenn du in die Leichtigkeit kommst, verhelfen, das Leben auch ein bisschen chilliger zu sehen, ja? Alright, lieber Schütze, das ist dein Reading für Februar 2023. Guck dir auch die Videos zu Mond, Venus und Aszendentzeichen an. Ich freue mich, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao.